Kredite wir aufnehmen müssen, unser eigenes Gebiet zu verteidigen, bis den anderen der Krieg langweilig wird. So in etwa sieht mein Plan hier aus. Wir stoppen mal die Beziehungsverbesserung mit den Russen, damit wir einen Diplomaten wieder frei haben, dann um Friedensangebote auszuteilen. Gut, weiter geht's. So, alle Söldner sollen sich mal meiner Armee anschließen, um gegen die riesige polnische Armee hier auch hoffentlich siegreich sein zu können. Puh, was brauchen wir für eine Art von Macht am ehesten? Vielleicht die administrative. Armeeunterhalt plus 10% ist natürlich genau das, was ich jetzt brauchen kann. Ich warte noch immer auf das erste positive Event. Wobei ich glaube, wir hatten eins, das uns ein bisschen Geld gegeben hat oder sowas. Also muss man hier nicht ganz so pessimistisch das alles sehen. Und wir sollten auch in der Lage sein, hier die Polen ganz entscheidend zu schwächen. Soll ich die republikanische? Nein, wir holen uns einfach wieder einen neuen Typen, der unser Land regieren soll. Und schlagen hier hoffentlich die Polen relativ vernichtend. Wie haben wir hier gerade ein River Crossing von hier nach hier? Würde mich mal interessieren. Gut, damit haben wir gerade 12% Kriegskorps gegen die Franzosen erwirtschaftet. Wäre ja einen Versuch wert, ob sie nicht jetzt irgendwie weißen Frieden wollen oder so. Ich meine, die Chance ist minimalst. Mein ganzes Geld würde natürlich auch nicht reichen. Okay, die werden nicht mal zufrieden, wenn ich ihre Religion übernehmen würde. Das heißt, es ist sehr stark anzunehmen, dass das Einzige, womit sie zufrieden sind, wirklich die Eroberung meiner Hauptstadt sein wird. Juhu! Na gut. Wow. So. Was können wir als nächstes tun? Irgendjemand ist noch eingestiegen auf Feindesseite. Oder habe ich das falsch gesehen? Habe ich falsch gesehen. Sah gerade irgendwie so aus. Okay. Mit den Amis wollte ich versuchen, eine Friedensverhandlung zu führen. Vielleicht sind die ja da irgendwie ein bisschen williger, drauf einzugehen. Tribut anbieten, Niederlage eingestehen, nein. Jede Menge Geld, nein. Gut. Das funktioniert nicht. Wir holen uns dann nochmal mehr Söldner, weil das gerade so eine der einzigen Dinge ist, das wir tun können, um uns selber irgendwie zu erwehren. So, richtig schlechte Infanterie ist jetzt natürlich nicht traumhaft, aber ja. Frankreich kommt übrigens gerade in deine Richtung, so wie es aussieht. Ja, aber nur mit Schiffen, oder? Nee, mit Landtruppen. Haben sie dich jetzt echt hier die ganzen Durchgangsrechte geholt? Das dachte ich gar nicht, dass sie das schaffen würden. Also wenn Frankreich mit seiner Landarmee einmarschiert, dann werden wir wohl unsere Hauptstadt verlieren. Da führt dann kein Weg mehr dran vorbei. Hey, eine Revolte! Spiel, stop it. Wow, es wird wirklich lächerlich, finde ich jetzt. Also, ja. Das Revoltendingens, ja, hinterfragen wir es einfach mal nicht zu stark. Gut, hier sind 18 Amis. Hey, eine Revolte. Die Revolte vernichtet die Amis. Ja, finde ich eigentlich ganz okay so. Und danach vernichten wir dann die Revolte. Ja, jetzt haben wir immerhin eine Armee von 82 Truppen. Die stellen wir jetzt hier mal hin und die wird jetzt gleich die Revolte vernichten, sobald die Amis fertig sind. Ja, die Amis sind schon mal weg. Wodurch habe ich jetzt Kriegskorps genau verloren? Vermutlich durch Blockaden. Ja, ganz egal. Amis, ich habe gerade eure Armee... Nein, die Revolte hat gerade eure Armee vernichtet. Wollt ihr Frieden? Tribut anbieten. Nein. Erstaunlich. Die wollen, dass du stirbst wahrscheinlich. Ja, das will, glaube ich, inzwischen so die ganze Welt. Ich meine, ich habe es auch ein bisschen sehr schnell, sehr aggressiv mich ausgebreitet, weil ich das für die einzige Möglichkeit hielt, wie wir hier überleben können. Naja, so arg hast du dich jetzt auch nicht ausgebreitet. Juhu. Mein Durchgangsrecht in meine entfernten Provinzen ist vernichtet worden. Und nachdem ich jetzt mit der Flotte dort nicht hinkomme, werden diese Revolten jetzt wohl Oldenburg befreien können. Ja, ist jetzt nicht so das Riesendrama. Das sind zwei Provinzen, die wir verlieren.
Solange, ja, und es sind nicht unsere Hauptprovinzen vor allem mal. Ja, den Diplomaten zu dir, den berufe ich jetzt mal ab. Okay. Und in Holstein die nächste Riesenrevolte. Ja, Spiel, zeig's mir. Nehmen wir das hier. So, dann vernichten wir als erstes mal wieder Polen. Danach kümmern wir uns hier um ein paar, was seid ihr eigentlich genau da unten? Modeneser. Leute aus Modena eben. What shall I take? Ich habe bisher noch jede Schlacht gewonnen, aber... Irgendwann wird es halt mit der Manpower vorbei sein und dann wird es mit mir vorbei sein. Na, wir haben hier gerade nicht unbedingt Probleme, aber es ging es gerade nicht ganz einfach, 11.000 Leute niederzuschlagen mit unseren 80.000. Na gut. Wir hätten 16% Kriegskorps gegen die Franzosen. Ja, okay. Die Franzosen sind gegenwärtig so, wenn ich ihnen alles, was ich anbieten könnte, so ungefähr anbiete, dann im Wert von 500 Friedenspunkten, würden sie noch nicht annehmen. Ich habe jetzt endlich einen Kriegsgrund gegen Münster. Gegen, was sage ich denn, gegen Cologne. Und ob ich das wirklich jetzt tun soll, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Naja, jetzt gerade sind mal alle europäischen Großmächte mit mir abgelenkt, von dem her. Ja. Hey, Frankreich vernichtet die Rebellen, die ich nicht erreichen kann. Wie nett von ihnen. Gut. Hey, da sind 26 Franzosen in Hamburg. Die schnappen wir uns dann gleich mal. Solange sie keine Truppen, die eben annähernd die Stärke meiner Truppe haben, selber produzieren, können wir ja jeden ihrer Angriffe irgendwie zumindest abwehren. Und dadurch richtig gut Kriegskorps anhäufen. Hey, Amis! Hey! Zwei riesige Revolten! Gut, ich versuche wieder mal kurz mit den Amis Frieden zu schließen. Weil irgendeinen Frieden müssen wir ja wohl schließen können. Nein. Gegen die Franzosen hätten wir 26%, aber das ist denen vollkommen Schnuppe. Ich muss noch warten, bis der Friedenspakt hier bricht. Schwedisch-preußische Bestrafungskrieg. Wow, der Name. Bestrafungskrieg. Kriegsbegeisterung in unserem Land ist gering. Erstaunlich. Oh, warte mal, die sind alliiert mit Österreich. Ach, ich gehe jetzt einfach das Risiko ein und erkläre den Krieg. Okay, ja. Wenn du hier vernichtet wirst, dann bist du immerhin vermutlich nicht der Einzige. Ja. So. Dann wieder mal ein paar Rebellen in Lübeck geschlagen. Natürlich ist Österreich gleich dabei. Okay. Und mit Österreich. Oh mein Gott. Ist Schweiz und die... Oh mein... Ja, ich werde eingehen. Vor allem ist jetzt Österreich der Kriegsleiter. Nicht okay, mehr. Ja. Erstaunlicherweise kann ich dich gerade nicht sehr unterstützen. Das wundert mich jetzt. Sollen wir in noch größere Armee investieren oder Grundsteuer? Nein, Armee. Wir brauchen mehr Armee. Geld haben wir eigentlich ausreichend. Spanien hat... Spanien ist jetzt auch noch mit mir im Krieg. Ja. So, also, ich bin im Krieg mit Österreich, Cologne, Parma, Portugal, Oregon, portugiesisches Brasilien. Ja, viel Spaß, wenn ich das mal so sagen darf. Spanien, Kalifornien, alles, was Spanien halt so gehört, Florida. Gut, ich bin bei 34% verdammten Kriegskorps gegen die Franzosen und sie würden noch immer keine Art von Frieden annehmen.
Ja, ich könnte ihnen 600 Dukaten geben und meine Religion ändern und meinen Handelseinfluss geben und ein Vassal von Schweden werden und sie würden noch nicht annehmen. Dann marschieren wir weiter und gewinnen hoffentlich die nächste Schlacht. Und was wir jetzt schon mal gelernt haben, ab jetzt nur noch zusammenhängendes Gebiet erobern, weil abgegrenzte Provinzen werden sich immer durch irgendwelche Rebellenereignisse von uns abspalten können. Aber derzeit, also so gering auch die Kriegsbegeisterung in meinem Land logischerweise ist und so viele Revolten ich auch habe, ich bin noch nicht tot. Hey, und jetzt haben die Franzosen einen Weg gefunden, wie sie durch mein Land kommen. Das ist katastrophal. Oh lol. Wir halten gar nichts mehr von dir übrigens. Ja, finde ich verständlich. Tut es gerade keiner mehr, nachdem alle Großmächte mich hassen. Da würde ich mich auch nicht auf die Seite desjenigen stellen, den alle Großmächte eben hassen. Wie zum Teufel machen die 40 Franzosen gerade meine 80 Trotten? Wo denn gerade? Ich habe minus 1 für den Fluss, aber trotzdem, es waren 80 gegen 40 und ich verliere. Wie? Meine einzige Frage, die ich noch stellen will. Wie? Es gab in echt mal eine Schlacht, wo die Doppelten gegen die... Ja, gegen irgendwelche Eingeborenen, die mit Speeren gegen Gewehre gekämpft haben vielleicht. Ach so. Aber ich meine, wir haben genauso gute Militärtechnologie wie die, traue ich mich jetzt mal zu behaupten. Ja, wenn wir uns das mal ansehen, wir haben Militär 31, die haben Militär 31. Wir sind gleich auf. Wie zum Teufel besiegen die eine doppelte Übermacht? Nein. Nee. Na gut, vernichten wir einfach wieder mal Polen, weil gegen die Franzosen kann man hier nicht gewinnen? Fragezeichen. Ich könnte Verteidiger des Glaubens werden, weil ich brauche eigentlich gerade noch mehr Konflikt. So, immerhin sind die Polen immer schön leicht zu besiegen. Ja gut, die Franzosen sitzen halt jetzt in meiner Hauptstadt fett herum. Und ich weiß nicht genau, was sie von mir wollen. Ich werde halt einfach dann genau deine Taktik anwenden und jeden Friedensvorschlag ihrerseits natürlich ablehnen. Und jetzt erstmal mich darum kümmern, dass mein Land nicht zerbröckelt wegen Rebellen und danach mich um die Franzosen wiederum kümmern. Yay. Ich wäre schon sehr froh, wenn mir die mal irgendeinen Frieden anbieten würden, weil dann gäbe es mal sowas wie eine Chance auf Frieden. Juhu, sie haben mir den Zugang zu meiner eigenen Provinz jetzt mit 35.000 blockiert. Die werde ich mit meinen 66.000 natürlich nicht besiegen können. Versuchen wir es trotzdem. Naja doch, funktioniert anscheinend. Hey! Wartet, wäre das zufällig die Hauptstadt? Schade. Soll ich dann das ganze Geld verlieren und extrem viel Schulden aufnehmen? Warum nicht? Minus 743. Außerdem 60 schwedische Truppen greifen uns an. Wie kann Schweden eine Armee... Ach, nein, ich hinterfrage jetzt nichts mehr. Ich schaue jetzt langsam meinem eigenen Untergang zu. Ich auch. Hey! Großbritannien hat mir Krieg erklärt. Ja, und tust. Und ich bin extrem hoch verschuldet. Gut. Wir versuchen das Land so gut wie möglich zusammenzuhalten, indem wir sowas wie Rebellen hier vernichten. Yay. Gut, dann vernichten wir gleich mal ein paar Amerikaner. Ich will mir nur ganz kurz ansehen, ich habe jetzt noch gerade 46 Truppen. Wie viel haben die Franzosen denn vergleichsweise? Gesamt Frankreich 141, die Briten haben nochmal 85 dazu, weil, ja... Was? Aber gut, es macht ja, also historisch gesehen, durchaus Sinn. So ein Land ist am Boden, alle schnappen sich ein Stück davon. Also, ja, ist ja in der Geschichte auch mehrmals passiert. Demnach, so aufgewühlt ich hier natürlich jetzt bin, wegen all diesen Ereignissen, es macht historischen Sinn und das Spiel soll historisch sein, von dem her passt das schon so. Hey, ich habe einen Kriegsgrund gegen dich. Jo, willst du mir nicht Krieg erklären, zufällig? Oh, ich habe, warte mal. Wäre recht hilfreich. Ich schau mal. So, ich bin bei 38% Kriegsstand gegenüber den Franzosen. Ein letztes Mal versuche ich verzweifelt, mit ihnen irgendeinen Frieden zu schließen.
Nein, es gibt nichts, was sie annehmen würden. Und die Amerikaner? Nein. In keinster Weise will irgendein Land mit mir Frieden haben. Und ich habe noch 38 Truppen übrig und verliere Geld. Na gut. Jetzt können wir eigentlich nur noch langsam verlieren und darauf warten, was uns für einen Frieden angeboten wird. Ich nehme mal an, dass der Frieden unser Land zerstören wird. Ich habe keine Ausgaben und verliere trotzdem Proben. Okay, wegen den Zinsen nehme ich an. Oder warum bei dir genau? Wieso? Schauen wir mal. Wegen den Advisors, die sollte ich verkaufen. Ja, das wäre recht sinnvoll. Oh, hier werden wir gleich von ein paar Schwedentruppen wieder mal anscheinend intercept. Nein, nicht einmal. Dann können wir wieder ein paar Polen hier töten. Die sind immer recht leicht niederzuschlagen. Okay, in Lübeck ist wieder eine Riesenrevolte. Ach. Gut. Lebt den Ruf. 100 diplomatische Macht verlieren. Ja, warum denn nicht? Wir haben sowieso gerade 0. Schon. Also wir hatten sowieso gerade fast 0. Wir könnten mal unsere Stabilität steigern, unsere Ausbreitung nicht verwalten. Ja, toll, ich könnte Oldenburg jetzt irgendwie entlassen oder so. Ja, lassen wir Oldenburg einfach mal sein. Um mal in einer Region wieder ein bisschen besser dazustehen. Gut. Und weiter geht's beim fröhlichen Untergang. Kannst du auch den Kielkanal und den Suezkanal und den Panama-Kanal bauen? Ja, ich könnte theoretisch auch. So, die Franzosen haben jetzt ihr Ultraziel erreicht und haben meine Hauptstadt erobert. Jetzt biete ich ihnen mal alles an, was ich ihnen anbieten kann, auch nur theoretisch. Wirklich alles, restlos. Spanien hat eine von meinen Kolonien besetzt, aber es sind zu wenig Leute, um es zu erobern. Okay. Ja, ich weiß halt nicht, was die Franzosen jetzt eigentlich genau wollen. Eroberung der Hauptstadt Brandenburg. Ja, ihr habt meine Hauptstadt und ihr wollt trotzdem noch keinen Frieden. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Ja, Braunschweig will Militärzugang. Ja gut, sehr wichtige Sache hier. Wir holen uns einfach mal Brandenburg zurück. Wieso nicht? Teile Japans sind gerade von Russen besetzt. Okay. Oder gehört Russland zu ihr? Ja, wir werden uns jetzt... Okay, Brandenburg gehört wieder uns. Dann werden wir mal die Amerikaner hier vernichten, da ihre Truppe klein genug ist, damit das funktionieren sollte. Wir sind inzwischen bei 38% Kriegsstand gegen die Franzosen. Und sie haben uns noch immer nicht ein einziges Mal irgendeinen Frieden angeboten. So, hoffentlich schlagen wir die Amerikaner, bevor die Franzosenverstärkung hier ankommt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Na, kommt schon. Sehr gut. Dann hier die Franzosentruppen müssen wir wohl auch angreifen. Ja. Hey, eine Revolte. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Sind es jetzt noch immer die... Nein, inzwischen sind es immer Leute, die ein Gebiet befreien wollen und ich verstehe sie ja. Und meine Kriegsmüdigkeit ist eigentlich gar nicht so katastrophal, wie ich mir gedacht hätte, dass sie sein müsste. Was können wir hier tun?
Regimentskosten minus 10%. Ja, klingt nützlich. Gut, einen Monat noch, dann werden wir versuchen, diese Revolte niederzuschlagen und dann, keine Ahnung, was wir eigentlich noch tun können. Ich würde halt von dem Spiel erwarten, dass wenn wir bei positiv 40% Kriegscore sind, dass dann irgendein Frieden möglich sein müsste. Wow, Österreich hat gerade 1,5 Jahre gebraucht, um das zu befreien. Also das zu besetzen, nicht zu befreien. Wow. Gut. Unsere Armee ist inzwischen jetzt dann auf unter 30 Truppen geschrumpft. Das heißt, inzwischen kann uns jedes Land eigentlich locker vernichten. Wir sind bei 41%. Das ist das Höchste, was wir bisher hatten. Wir versuchen es wieder mal, auch wenn ich nicht mehr dran glaube, dass es wahr werden wird. Dass da noch ein Frieden herauskommt, bei dem unser Land nicht vollkommen zerrissen wird. Ja, lassen wir unsere Armee einfach mal langsam aufladen und hoffen, dass irgendwann irgendjemand so gütig ist, uns Frieden anzubieten. Ich stelle mal noch ein bisschen schneller, wenn das für dich okay ist. So, die Franzosen haben wieder mal eine unserer Provinzen erobert. Hey! Wir haben auch noch ein bisschen Pest im Land. Oder Grippe oder sowas. Ja... Also das nächste Display in EU4 starte ich wieder 1444, weil da startet man in einer Situation, in der man nicht vollkommen verloren hat. Als andere Nation außer den Hauptländern natürlich. Ja. Gut, wie viele Verteidiger gibt es denn hier? 550. Die können wir auch kurz mal erstürmen. 43% gegen die Franzosen. Leute, wir haben bald 50% Kriegsstand gegen einen Feind und der Feind schließt nicht Frieden mit uns. Oder sehe ich das einfach falsch und die haben 43% gegen uns, aber... Nee, nur wenn Minus da steht. Ja, ich denke mir es ja auch. Und wir kontrollieren Brandenburg und 24 Schlachten haben uns insgesamt plus 40 Kriegsstand alleine schon gebracht. Hamburg, wieder mal eine riesige Nationalistenrevolte. Ja, also die Hanse werde ich vermutlich loswerden nach diesem Krieg. Aber wir werden trotzdem jetzt als Hauptziel uns mal noch um die Rebellen kümmern, weil die, bei denen ist es sicher, dass sie Gebiet wollen, bei den Franzosen nicht. Demnach ist das mal das Wichtigste, dass wir die eben schön unterdrücken. Ja, aber eigentlich ist der Krieg ja gar nicht so schlecht gelaufen für uns, bis zu diesem einen Event, dass 40 Franzosen gegen 80 von uns gewonnen haben. Demnach, wir schlagen uns, glaube ich, gar nicht so schlecht dafür, wie katastrophal die Situation eigentlich aussieht. Warte mal, ich habe gerade eine Idee, die extrem verrückt ist. Aber kann es sein, dass die KI so denkt, wir haben 40% Kriegsstand, demnach müssten ja wir was von ihnen... Ich meine, es kann nicht sein, aber... Vielleicht, dass du was von ihnen fordern müsstest, oder was meinst ja, du? Ja, genau. Okay, ja, egal wie viel ich fordere, sie werden nicht damit einverstanden. Erstaunlicherweise jetzt. Na gut. Dann... ergeben wir uns einfach gegenüber dem Schicksal oder wie auch immer man das dann nennen will. Ich habe Österreich gerade angeboten, dass sie mein gesamtes Land bekommen,
1000 Gold und ich befreie mich von allem, was ich habe. Ja, ähnliche Angebote habe ich jetzt auch schon probiert, nur dass ich 40% positiven Kriegsstand dazu habe. Aber sie wollen das nicht, das macht keinen Sinn. Ich meine, wieso attackieren die mich, wenn die dann nicht mein Land wollen? Ja.